Hetze in den Inhalten, über das auch, gerade wenn es um Volksverhetzung geht, über die zulässigen Inhalte von solchen Demonstrationen hinaus. Was mir aber in dem Zusammenhang noch mehr Sorgen macht, ist die zum Teil im Hintergrund stattfindende dramatische Radikalisierung auch von Parteien. Wir haben ja mitbekommen, dass es dieses in Anführungszeichen Geheimtreffen gab, bei dem dann solche Begriffe wie Remigration aufgetaucht sind, bei dem es um einen Plan ging, im großen Stil Migranten wieder aus Deutschland rauszuführen, und zwar auch welche, die bereits deutsche Staatsbürger sind. Und da müssen wir uns schon Gedanken machen, wie können wir zum einen politisch und rechtlich gegen solche Gruppen vorgehen, die solche Pläne schmieden, aber vor allem meiner Ansicht nach, wie können wir als Zivilgesellschaft dagegen vorgehen, denn ich bin zum Beispiel einer, der das ein mögliches Verbot der AfD, es wird ja diskutiert, auch aufgrund der Verfassungsschutzergebnisse in neuen Bundesländern, aber das sehe ich sehr skeptisch, ich halte es für den falschen Weg, denn die Menschen, die sich politisch durch die AfD angesprochen fühlen, die werden ja ihre politische Position nicht verändern, wenn die Organisation verboten wird, sondern die suchen für ihre politische Meinung ein neues Ventil. Sondern meiner Ansicht nach muss man sich mehr mit dieser politischen Meinung auseinandersetzen und zum einen den Menschen erklären, wieso vielleicht manches so ist, wie es ist und warum so die eine oder andere Antwort aus dem rechtsradikalen Lager eine billige oder eine vermeintliche Antwort ist. Und zum Zweiten müssen wir, glaube ich, aber auch als Gesellschaft zeigen, dass wir bestimmte Gedanken überhaupt nicht in unserer Gesellschaft tolerieren. Und sollten wir das auch in einer Art Gegendemonstration machen? Na, die Frage ist, wie die Gegendemonstration läuft, ob die Gegendemonstration dann auch wieder sehr polarisierend ist. Ich glaube, wir brauchen nicht zwei Pole in unserer Gesellschaft, zwischen denen dann sehr viel zerrieben wird, sondern wir brauchen eine breite gemeinsame Position der Gesellschaft. Und ich finde, jeder kann auch schon eine Diskussion dazu beitragen. Also eine Frage, wie er mit anderen über Probleme redet. Also trage ich zur Polarisierung bei oder trage ich dazu bei, Dinge zu versachlichen? Ja, also tatsächlich in kleinem Kreis über die Themen sprechen und drüber diskutieren. Das würde voraussetzen, dass wir aus den Blasen rauskommen, in denen wir sind. Das halte ich für am Ende des Erfolgsversprechens. Vielleicht macht es auch manchmal Sinn zu demonstrieren, einfach zu zeigen, viele sind dagegen, rechtsradikale Gedanken entstehen zu lassen. Aber am Ende, glaube ich, bringt es am meisten, wenn jeder von uns in seinem Umfeld dazu beiträgt, Diskussionen zu versachlichen. Ja, weniger Datenmüllbeiträge. Jetzt wagen wir mal einen Ausblick auf 20.